Ladies und Gentlemen, willkommen! Let's get ready to rumble! Ich habe einen Schlaganfall. Echt, was, wo? Weil ich so komisch rede. Ach so. Ja, ist ganz normal. Das ist normal, dass ich einen Schlaganfall habe oder dass ich so rede? Dass du einen Schlaganfall hast. Okay, also ich bin soweit, Raffi. Was machen wir denn heute? Ich hätte gesagt, wir schauen der Pumpe weiter hinzu. Ja! Yay! Meine 25 Minuten Pump-Action Shotgun. Ah nein, ohne Shotgun. Shotgun-Pump-Action. Nur Pump-Action heute. Nee, aber was ich mir noch so gedacht habe, ist eigentlich, wir könnten. Es gibt so Tanks, die man sich bauen kann. Und da kann man irgendwelche Flüssigkeiten reinpumpen, dass man vielleicht mal irgendwann nach Öl sucht und dann halt so einen Öltank vollpumpt. Ja, ich weiß, wo Öl ist. Aber da war ich noch nicht so richtig informiert, das heißt, das fällt erstmal weg für heute und dann machen wir ansonsten vielleicht noch ein paar Dingswelten, wie heißen sie? Körperwelten. Descriptive Book-Welten, weißt schon, diese. Mystcraft, genau. Die Teile. Aber Körperwelten wäre auch cool gewesen. Nee, finde ich jetzt nicht so gut. Doch, pass auf, wir häuten Zombies und Pferde. Ah, nee, Pferde gibt's ja noch nicht. Und wir häuten Skelette. Was hältst du da? Hallo, es gibt die Knochenhaut. Ist ja wohl gar kein Thema. Oh, der Zwort hieße. Wo bist du denn eigentlich? Du bist oben. Mir wurde übrigens gesagt, dass irgendjemand nachgelesen hätte, dass man dafür wohl eine, war das qualitative Lichtquelle braucht oder sowas? Deswegen ist es ja so weit oben. Meinst du deswegen? Meinst du, das hilft? Ja, das steht da so. MBK. Ich hab Seeds bekommen, juhu! Hä? Entschuldigung! Ist er der... Nein, ist er nicht. Wo ist der Dingens? Ich will auch mal wieder... Ich bin dein Glücksbringer, komm. Nee, bist du nicht. Doch, bin ich. Nee, bist du nicht. Wo ist das Gerät? Wo ist der Gerät? Der Gerät ist in die Kiste. Das ist gelogen. Nee, ist es nicht. Doch, der ist nicht in der Kiste. Nicht in der Kiste, in der anderen Kiste. Oben darin? Nein, in der anderen Kiste. Meinst du das System? Nein. Unten? Ich muss erstmal Weed-Eggs nachfüllen. Denn mit Weed-Eggs ist das Weed. Nicht Eggs. Aktuelle Freundin? War das die Antwort, die du gesucht hast? Ja, fast. Gut, dann habe ich alles richtig gemacht. Hast du gefunden? Und zwar... Warte, ich benutze ihn. Auf was denn? Und da kommt raus... Netawarzen! Hui! Oh, ich habe auch nochmal 3 Seeds. Dann darfst du das jetzt selbst machen. Sehr nett von dir. Ja komm, jetzt bist du mein Glücksbringer. Los! Angeblich kann man das auch öfter analysieren und dann kommt bessere Info raus. Mal schauen. Jetzt haben wir hier Netherwards. Nochmal. Tier 5, discovered by Notch. Können wir nochmal? Oh, Red Nether Ingredients Soul Sand. Krank. Was haben wir hier? Die kann man nicht mal an... Achso, ja, weil die Batterie leer ist. Was für ein Scheiß! Manche Seeds werden für immer unknown bleiben. Warum lässt sich das nicht auf? Ja, sehr spannend. Was machen unsere Bäumchen? Ist eigentlich der letzte Mal gewachsen. Der letzte traut sich nicht so, ne? Bäumchen, ich brauch Knochenmehl. Viel Knochenmehl. Ganz viel Knochenmehl. Da müssen einige Skelette für draufgehen. Ja, aber dann würde ich sagen, wir machen heute mal was Cooles, oder? Also wollen wir noch? Wir machen immer was Cooles. Nein, wir sind eigentlich ziemlich uncool, habe ich festgestellt. Was? Nein, natürlich nicht. Oida. Was denn? Ja, nix, passt schon. Okay, gut. Jetzt weiß ich Bescheid. Also, ich möchte mir so ein Buch machen. Brauche ich dafür Papier? Das haben wir doch schon mal gemacht, das frage ich nicht so dumm. Das habe ich echt vergessen. Das ist so lange her. Also, ich weiß, hier ist noch Leder drin. Wie brauchte ich dafür einfach nur ein Stück Papier? Stickweed. Was ist das? Das brauchen wir. Schon krank. Cool, jetzt weiß ich mehr. Ja, das könnte sein, dass wir auf dem richtigen Pfad sind. Oh, auf dem Pfad zur Erleuchtung. Nein, auf was dem Pfad musste ich hier nochmal machen? Ich weiß das. Warte, war das hier? Ah! Nein. Ah, nee. Oh, jetzt habe ich eine Blank Page. Na, super, Wahnsinn. Unglaublich.
Achso, ich muss deinen Namen reinschreiben, ne? Oben. Bums Fidel nenne ich das mal. Und dann. Bums Fidel. Was ist hier, oder? Was muss ich denn da rechts reinmachen? Auch eine Black. Super Ding. Nützt mir nichts. Ich habe gerade Papier verschwendet. Ja, schon gut. Eigentlich. Ich schmeiß das jetzt in den See. Einfach. Damit es keiner mehr. So. Nein, ich habe meinen Magneten an. Nein. Es kommt wieder angeflogen. Jo. Wie ging das nochmal, mein Gott? Ja, ich komme und helfe dir. Wir brauchen auf jeden Fall Leder, das weiß ich. Ja, du brauchst doch zuerst diese Starting-Page hier, die musst du dir hier machen. Ach, an dir, still. Link-Panel brauchst du zuerst. Das musst du, glaube ich, ganz vorne rein tun und dann kannst du die Seiten hinten rein tun. War das nicht irgendwie so? Ich weiß das nicht mehr. Ich mach mal das Link-Panel raus. Ja, ich nehme, jetzt habe ich eins, okay? Ja, und dann muss ich hier hingehen. Das musst du, glaube ich, da rein tun. So, So. Da habe ich jetzt. Oh, ich habe ein spezielles Buch gecraftet. Da sind nämlich noch ganz viele Blank Pages mit drin. Oh, geil. Total sinnlos, aber ich hab's. Ja, dann. Achso, wir brauchen noch so ein. Hast du es umbenannt schon? Wie? Das heißt doch. Bums Fidel heißt mein Buch. Achso, okay. Ja, wollen wir dann vielleicht. Wir brauchen noch ein Rückbuch, ne? Wollen wir. Ja, das auch, aber wollen wir hier die. Irgendwie das ein bisschen beschriften jeweils, so ein Sign irgendwie hinhängen, was da drin ist in den einzelnen Welten. Das gibt es ja irgendwann nicht mehr auch auf, machen, aus. Ne? Aber ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal was Spannendes Neues. Ja, schon klar. Ja, los. Hast du noch ein Book? Nee, habe ich nicht. Wie gehen die gleich nochmal? Normales Buch? Nein, diese Linking Books da. Dafür brauchen wir noch Inksacks. Oder nee, warte, war das schwarze Farbe? Glass Bottle. Ink. Ink. Ich habe alles verlernt. Brauchst du, braucht man. Ah, Mann. Kann man, Moment, kann man? Ja, man kann die so rausnehmen. Was? Jetzt ist hier eine Link-Panel. Oder was bringt dir die Link-Panel? Nix. Ja, die braucht sich doch, um die Bücher herzustellen, ne? Aber die anderen. Die ich jetzt gerade gemacht habe. Ja, und für oder das andere brauchst du die auch. Ich brauche erstmal ein paar Ink-Vails wieder. Die nicht eingespeichert sind. Sehr gut. Aha, dafür braucht man Black. Ich kann auch zwei Ink-Sacks kann man nehmen. Ja, okay, kann man. Gut. Ein Code. Clear. Da, 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 da. Zack. Und so. Ink. Mal 8. So. Ich guck dir zu. So, und tadam und tiding. Cool. Und was haben wir jetzt gewonnen? Linking Book macht man, indem man. Keine Ahnung. Wie ging ein Linking Book? Das ist hier die Frage. Braucht man da nicht einfach nur. Wie ging ein Linking Book? Ich weiß es auch nicht mehr. Manchavo. Oh, ich hab's verlernt. Das tut mir leid. Ich hab mich da echt auf dich das verlassen, weil du konntest. Wie kann man das denn verlernen? Wie ging Linking? Da war irgendwas. Irgendwie. Warum kann man das nicht craften? Das könnte man doch irgendwie craften. Einfach nur ein normales Buch? Nee, das kann auch nicht sein. War das ein normales Buch? Ich glaube, das war irgendwas mit einem normalen Buch. Das könnte schon gut sein. Ist ein Linking Book eingespeichert vielleicht? Link. Nee. Sonst würde man es ja unter Book finden. Keine Ahnung. Huch, ich hab mein Buch weggeschmissen. Komm, wir versuchen's. Ich krieg's hin, pass auf. Chavo wird das Schiff schon schaukeln. Ja, tu das. Oder warte, war das nicht. Hier irgendwie? Nee, auch nicht. Nein, wir werden nie in neue Welten kommen. Wir haben's echt verlernt. Naja, wir dann haben's machen wir echt was anderes. Verlernt. Tja, da müssen wir was anderes machen, Chavo. Oh, ich hab mich so drauf gefreut. Tja, machen wir es halt nächste Folge. Okay.
Ach Mano, das ist alles Kacke. Oder wir gehen einfach durch und YOLO und alles ist weg. Ja, das ist auch nicht so geil. Ich find's cool. Wir können ja Linking Books. Warum haben wir uns gleich nochmal kein Linking Modif? Wie heißt der? Linking Nein, Link. Link. Gab's, glaube ich, nicht mehr. Link Modifier gecheatet? Ich glaube, den gab's nicht mehr, oder? Doch, gibt's. Aber man konnte ihn aber nicht mehr craften, oder wie war das, ne? Ich weiß es nicht. Den konnte man nicht mehr craften, ja. Wollen wir den cheaten? Dann ist das was? Dann kann man damit ein Linking-Book so modifizieren, dass es immer mitgenommen wird. Eigentlich wäre das ganz nett, oder? Und dann cheaten wir es noch ein Linking-Book. Weil ich habe genau. Voll Bock, das zu machen. Ja, los. Los, cheat. Also ich mache mir nicht die Hände schmutzig. Meine Hände sind cheatfrei. So, Link Modifier stellen wir hier auf. Wenn wir das jetzt hier reintun, dann können wir hier Following reintun, genau. Und hier auch Following, zack. Sehr gut, das habe ich jetzt immer dabei, außer wenn ich sterbe. Ich will es nehmen! Ich muss Rechtsklick drauf machen. So, jetzt habe ich es dabei, sehr gut. Kannst cool. Du damit. Warum kann man sich da. Warte, ich muss. Warte. Ich mach noch Intralinking an. So. Das ist was? Intralinking ist was? Dass du es auch in der normalen Welt benutzen kannst. Das will ich auch. Einfach draufklicken und dann wieder rausnehmen. Ja. Genau, wenn es nämlich benutzt. Ich bin Batman! Okay, also ab in die nächste, ab in die Welt. Erstmal eine Kommentarfrage dabei. Ja, genau. Ja. Ja, los. Achso, ich? Ja, natürlich. Okay. Von Alexander Berger. Hey Raffi, hey Schabo, hattet ihr jemals schon den Wunsch, ein neues Leben anzufangen oder würdet ihr ein neues Leben anfangen wollen? PS, geile Videos. Das ist schwer. Es gibt bestimmt Sachen, wo man sagt, man würde das gerne nochmal neu oder besser machen. Oder anders machen. Ich meine, das klingt jetzt ein bisschen nach Flimmern-Werbung, aber... Wo hast du das Buch hingesetzt? Ich hab's noch gar nicht gesetzt. Ich hab mir erst den Ständer geholt. Ach so. Da. So. Da liegt das Buch. Siehst du's? Komm zu mir. Come to me, baby. Okay. So, pass auf. Aber wir gehen erst durch, oder? Dann fangen wir an. Jetzt hängst du wieder rum, ne? Deswegen kann ich hier wieder nichts machen. Ja. Oh, ist aber schön blau. So blau wie meine Augen, Baby. Oh, man kann da sogar umblättern, habe ich gesehen. Ist zwar nicht. Ach, stimmt, weil ich so viele Seiten reingemacht habe. Aha. Oh, das sieht aber. Der Himmel sieht ja mega geil aus. Ja, ist schon echt so. Also, willst du nochmal neu anfangen? Nein, ich würde mein Leben nicht komplett neu anfangen. Es gibt zwar so ein, zwei Sachen, die würde ich anders machen, aber an sich bin ich mit meinem Leben eigentlich ganz zufrieden. Von daher. Ich weiß auch nicht, was muss man in seinem Leben falsch machen, um nochmal ganz von vorne anfangen zu wollen? Schon extrem viel, weil ich denke, ja, es gibt immer die ein oder andere Situation. Warte, Portal. Ich muss ein Portal setzen. Ah, stimmt, gute Idee. Uns gar nicht mehr, wie wir zurückkommen. Es gibt immer bestimmt die ein oder andere. Wir müssen gar nicht hierhin zurückgreifen. Ja, stimmt eigentlich. Ich muss mir kein Portal. Ich besetze mir mal ein Portal, aber ich brauch's ja gar nicht. Es gibt immer die ein oder andere Situation, wo man sagt, ja, das hätte ich irgendwie gerne anders gemacht, das habe ich scheiße gebaut oder so, aber jetzt nie wirklich so viel, dass man sagt, ich würde jetzt nochmal gerne mein ganzes neues Leben anfangen. Also das wäre schon echt extrem. Eben. Also dann, ich weiß nicht, da muss der Diktator gewesen sein und bist du kurz vor der, bevor du deinen Kopf verlierst und dann sagst du, ach, ich würde mein Leben gerne nochmal von vorne anfangen. Ja, aber selbst als Diktator, glaube ich, wäre ich ein guter Diktator. Ja. Ja, weil also Diktatoren werden immer voll in den Dreck gezogen, aber an sich, wenn die Person, die an der Macht ist, keine Ahnung, halt wohlgesinnt gegenüber der Bevölkerung ist und halt nur das Beste will, ist das ja vielleicht gar nicht mal so schlecht. Aber ist die Definition von einem Diktator nicht, dass der irgendwie böse ist? Es kommt doch von Diktieren. Und Diktieren ist ja eigentlich nicht im positiven Sinne, oder? Man kann ja positiv und negativ diktieren. Also es ist ja einfach nur, dass man Leute befehligt, oder? Diktieren eigentlich so. Ja, sonst kann man das ja nicht anders nennen. Herrscher oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oh, da ist was für mich. Schön. Aha. Ich habe keine Ahnung. Aber ich würde jetzt Diktator nie mit was Positivem verbinden. Aber wir kommen gerade so ein bisschen ab davon.
Es geht ja eigentlich um andere Sachen. Echt? Ach shit, jetzt hab ich. Ich hab das Ding nicht dabei. Das war's. Um einen Spawner abzubauen. Ja, ich schon. Willst du vorbeikommen, Raffi? Ich hab ja auch eins gefunden. Okay, dann werde ich hier erstmal kurz. Lag. Also ich hab nicht mal Fackeln dabei, ich kann überhaupt nichts machen. Ja, du hast doch eine Night Vision. Ja, das Night Vision verhindert aber nicht das Monster spawnen. Ja, aber du hast doch deine Power Tool dabei, oder? Ich habe dieses Gerät nicht mehr. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Ja, ich habe alles verloren. Alter, ja, Axe of Stream. Krank. Damit kannst du streamen, die ist für Twitch. Ja, die heilige Axt von Twitch. Ja, aber ansonsten, glaube ich, gibt es da nicht mehr viel zu sagen eigentlich. Wenn du willst, ich habe ein Portal gesetzt. Warte, dann muss ich mein Portal auch noch kurz setzen. Hallo, herzlich willkommen zurück. Guten Tag zurück zu Aprilscherz-TV. Richtig, wir haben gerade über Aprilscherze geredet. Genau. Und über Reaktion. Richtig. Welches Portal hast du, das grüne oder das braune? Das grüne ist doch von dir. Okay, das ist ich habe braun-blau. Ja, okay, ist gut. Stress nicht. Jo, ich flitze so mega schnell. Aber es leckt auch ein ganz schönes bisschen wieder, ne? Ist ja an sich Twilight Forest. Hast du die Kisten durchgeschaut? Ja. Natürlich. Und irgendwas Geiles drin? Nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Wo flitzt denn du so lang? Soll ich den Portal setzen? Einfach mal die Richtung sagen. Richtung Westen? Richtung Westen, ja, das stimmt. Bist du schon hinter mir? Weil einfach weg vom Spawn ist. Weiß ich nicht. Ich bin in irgendeine Richtung gegangen. Oh, hier ist Öl. Aber durch den Regen, ich weiß nicht, es leckt ganz schön. An sich ist das ein Twilight Forest, oder? Ja. Auch von den Figürchen hier, die hier so rumlaufen? Oh, Copper. Gleich mal mitnehmen. Bin schon wieder am Rand der Karte angekommen. Ist aber nicht so gut. Oh, haha. Das ist eine Doppelebene. Ich kann eher in den Boden gucken. Und 30 Meter tiefer ist wieder. Ist noch was. Ich buddel mich mal runter. Mach mal ein Portal. Das möchte ich jetzt sehen. Warte. Ich setz nochmal ein Portal. Warte, ja, okay, warte. Puh. Welches muss ich denn setzen? Du hast braun draußen, also hier. Also das andere. Also blaue setze ich, ja. Ja. Gut, warte. Ich suche mir einen schönen Stamm. Achso, hast du noch nicht gesetzt. Jetzt. Nein! Jetzt bin ich schon durch und hast es weggemacht. Warte, so. Ah, hier. Hallo. Hallo. So, was ist jetzt hier eine Doppelebene? Nach unten. Warte, ich buddel mich mal gerade durch. Das müsste eigentlich klappen. Hoffe ich zumindest. Also, ja, guck hier. Cool, oder? Oi da. Riesig, voll schön. Ach so, sind die Welten immer so Cave Worlds, kann das sein? Die, wo oben halt sau flach sind. Ja, die sah jetzt auch sehr langweilig aus oben. Ja. Das passt eigentlich ganz gut. Oi da. Da unten ist eine Mine. Guck mal, die Mine liegt offen. Krank. Alter, der kann hinfliegen. Wie geil ist das denn? Und das ist noch so ein Canyon. Voll schön. Voll cool. Ja, endlich kann man das mal offen sehen. Thorium Ingots. Cold Coke. Oh, cool. Alles mitnehmen. Coca-Coke. Jo. Allein weil das so geil aussieht, gefällt mir das so. Nicht das Linking Book in Stings tun, gell? In was? In? In die Ender Pouch. Ja. Keine Sorge. Meinst du, das könnte mir passieren? Ja, schon. Ja, doch, ja. Eigentlich ist das richtig, ja. Die Mine ist auch groß, ne? Die geht hier unten, glaube ich, weiter. Ja, Minen sind ja allgemein immer ganz groß. Man findet halt meistens so nicht den Weg, wenn es nicht so offen ist. Ich glaube, das sieht so geil aus. Ich glaube, ich weiß auch immer, warum es hier so laggt. Weil hier einfach überall Gras ist. Oder Dirt ist, was dann so mit Gras bewachsen wird. Ja, das kann gut sein. Was ist das denn für ein Block? Raffi, ich habe einen mysteriösen Block gefunden. Bei mir stehst du gerade in der Luft, jetzt nicht mehr. Wo bist du? Ah, hier. Hier, guck mal. Der sieht schön aus, oder? Das sieht sehr mysteriös aus. Das ist Gravel. Ja, aber so diese Form. Achso, ja, doch, die ist wahrscheinlich schau mal, die ist hier runtergefallen. Stimmt. Das ist. Oh, schön. Aber dass der auch oben so gerade abgeschlossen ist. Ja. Höhlenkunde mit Schabo. Das erinnert mich ein bisschen an Erebus. Irgendwie die ganze. Oh, jetzt. Eine Spinne! Oh mein Gott! Oh Gott! Erebus! Nee, aber ich finde die ganze ist immer, wenn es so Höhle ist, erinnert mich an Erebus. Ja, gut. Ich meine, das war also das Prinzip von Erebus, ne? Höhle. Ja. Erebus.
Können wir wieder Super warten? Nein, was war's? Mario. Super Mario, ja. Ja, das war geil. Oh, hier ist noch eine Mine und die liegt komplett frei. Das sieht geil aus. Oh, ist das wie ein. Warte, ich bin ein bisschen Richtung Norden gegangen. Norden? Müsste richtig sein. Ah, hier. Oh. Ja, guck mal, das sieht aus wie ein Kinderspielplatz. Das ist echt so. Schon cool irgendwie. Herrlich. Also ich meine, das bringt uns gerade so wirklich null, aber... Doch, da sind manchmal coole Items drin. Ich habe schon eine Axe of Stream bekommen. Okay. Und Cold Coke ist auch nice und Gas Tears und Work Card. Einfach alles mitnehmen. Alles, was du nicht kennst, einfach mitnehmen. Bücher brauchen wir aber nicht, oder? Was für Bücher? Die Enchanted Bücher. Nee, nicht zwingend. Die lasse ich jetzt einfach mal zurück. Was ist das denn noch? Ein Work Card. Oh, wir brauchen einen Work Card. Ja, habe ich auch mal mitgenommen. Es gibt ja von Railcraft, kannst du ja so deine eigenen Cards zusammenstellen. Da haben wir mal in Tech It Light so ein Pick-Card gemacht, wo so ein Pick drüber gezogen war. Das arme Tier. Ja, eigentlich schon. So im Nachhinein. Halb Mensch, nee, halb Schwein, halb... Oh, hier sind noch ein... Oh, Alter, wie fett ist das denn hier bitte? Ja, einfach auch weiter nach Norden, glaube ich. Warte, okay, wo bist du? Mal. Bist du beim anderen noch? Ja. Kurz zum anderen zurück. Ja, warte, ich hab's. Oh ja, schön. Der Rohbau von Minecraft. So sieht das aus, wenn ihr gerade eine neue Welt erstellt und die Mojang-Mitarbeiter noch nicht die ganzen Steinblöcke eingesetzt haben. Genau. Aber es gibt ja so viele Mojang-Mitarbeiter, dass er das gar nicht auffällt. Schon krank. Weil das so schnell geht. Schon cool aus auch. Hier ist sogar eins ein bisschen in der Wand drin. Auf der Karte. Guck dir mal die ganzen weißen Punkte an. Von den Spinnenweben. Hä? Wenn du an so einer Mine bist. Hey, warum hängst du schon auf Spinnen jetzt? Hier meinst du? Achso, ja. Nicht schlecht. Not bad, Herr Specht. Eine Thormium-Ex. Schön. Au, ich krieg einen Pfeil ab. Wieso? Warum ist die Banane krumm? Weil sie zum Licht wächst. Richtig. Und nicht, weil niemand in den Urwald zog und die Banane gerade bog. Nicht? Das ist die größte Lüge der Menschheit, glaube ich. Und ich möchte daran nicht teilhaben. Kinder, ihr sollt nicht dumm sterben, deswegen erzähle ich euch das. Deswegen schaut Feed the Beast Unleashed mit dem Raffi. Ah, da ist noch eine Mine. Ich glaube, das geht hier eigentlich so um Minen in dieser Welt, hätte ich mal gesagt. Irgendwie schon. Es hängt aber gerade wieder, ich komme nicht. Doch. Darf ich mal das Uranium hier abbauen? Ja, natürlich. Als ich 30.000 Mal wieder zurückgesetzt worden wäre. So, aber wie wär's, wenn wir mal in die normale Welt zurückgehen und erstmal einen Stopp hier machen? Ja, finde ich gut. Aber an sich eine ganz nette Welt, muss ich sagen. So, ich hoffe mal, es funktioniert jetzt. Funktioniert. Achso, das hätte vielleicht einer mal testen sollen. Ne? Ach ja, es funktioniert sogar. Aus meins. Wo ist mein Buch? Schavo. Mein Buch ist nicht da. Schavo. Ohne Scheiß, mein Buch ist nicht da. Schavo, tust ja nicht in die Enderpouch, gell? Ja, sowas passiert mir nicht. Ich hab die Enderpouch nicht einmal bedient. Guck mal in das Gerät, wo wir das gerade modified haben. Habe ich das da drin gelassen? Nee. Wo ist mein Buch? Schaut aus wie ein Enchanted Book. Ja. Ah, dann weiß ich, dann habe ich es weggeschmissen. Oh mein Gott. Ja, ich habe ja gerade alle ich habe das in irgendein Minecart gelegt, ne? Ich weiß aber genau, welche Mine. Das finde ich beim nächsten Mal noch. Okay. Warte, ich fliege schnell zurück. Na gut, dann kannst du es aber auf Kamera machen. Ja, genau. Also vielen Dank fürs Zuschauen und wünsche Schabo viel Glück. Ja, das passt. Das passt. Warte, einen Moment noch. Ich hab's. Okay, gut. Gut, ne? Ja, schon gut. Ich hab's eigentlich voll drauf, aber das gebe ich selten zu. Teleport ist... Oh, da ist er ja. Ja. Schon cool. Gekonnt ist gekonnt. Aber danke, dass du es gesagt hast, weil sonst wäre ich nicht zurück. Bitte. Gut, dann haben wir's. Jo, vielen Dank fürs Zuschauen. Schöne Woche noch. Schönen Tag noch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.